Piep. So, einen wunderschönen guten Morgen. Nee, gar nicht. Ist ja schon Nachmittag. Da wäre ich dreimal rausgekommen. Mist. So langsam ist es soweit, dass man morgens auch mal kratzen muss. Na, zumindest so ein bisschen. Also richtig gefroren ist es noch nicht, aber es hat schon so 1 Grad morgens und ja, schön ist anders. Also ja, wir machen das Auto jetzt schön warm, damit wir hier nicht frieren und fahren zu den Erziehungskursen. Es ist mittlerweile November und also 6 Wochen noch, dann habe ich auch mal wieder 2 Wochen frei. Ich freue mich schon drauf. Wobei ich nicht wirklich frei habe, weil in den 2 Wochen werde ich extrem viele Videos für euch machen. Bevor ich euch verrate, um welches Thema es heute geht, ein ganz kurzer Hinweis noch. Wir sind mittlerweile auf Patreon für euch da. Das heißt, ihr könnt dort für uns da sein. Patreon ist eine Plattform, auf der ihr freiwillig einen gewissen Betrag für Künstler und Inhalt produzierende Menschen, so wie mich, spenden oder zur Verfügung stellen könnt. Ihr könnt da sagen, dass ihr das zum Beispiel ein paar Monate machen wollt. Der kleinste Betrag, mit dem ihr da arbeiten könnt und wir dann halt im Zweifel später arbeiten können, ist $1. Und wenn ihr einen gewissen Betrag im Monat zur Verfügung stellt, dann bekommt ihr von uns auch kleinere Goodies. Ihr könnt zum Beispiel mitbestimmen, wie die Reihenfolge in der nächsten TGH-Folgen ist. Eure Fragen werden vorher dran genommen. Und ihr könnt tatsächlich Video- und E-Mail-Support mit mir erhalten, wenn ihr ein Problem mit eurem Hund habt. Hier im unteren Bildrand sollte das auch verlinkt sein. patreon.com/stadtfälle. Gebt uns, was ihr geben wollt. Und wenn wir dort gewisse Meilensteine, gewisse Ziele erreichen, dann machen wir sogar mehr Videos für euch. Ich bin mal gespannt, wen ich von euch da alles wiederfinde. Es haben sich schon einige eingefunden. Und vor allem denen möchte ich jetzt noch zusätzlich sagen, danke. Danke, dass ihr uns auf Patreon unterstützt. Danke, dass ihr uns generell unterstützt, dass ihr uns abonniert, dass ihr uns teilt, dass ihr uns toll findet. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. So, jetzt wollen wir aber uns um das Thema kümmern, um das es heute gehen soll. Und zwar um die Frage, mein Hund ist ständig abgelenkt. Was kann ich tun? Los geht's. Also, das ist jetzt natürlich ganz schwierig zu pauschalisieren und pauschal zu beantworten. Ja, ich kann euch jetzt nicht sagen, warum euer Hund abgelenkt ist, woran es liegt. Ich kann jetzt nur die häufigsten Probleme und häufigsten Fehler in dem Zusammenhang erläutern und euch sagen, was ihr dagegen tun könnt. Hier also die Top 3 Dinge, warum euer Hund abgelenkt ist und was ihr dagegen tun könnt. Bevor wir jetzt aber auf die 3 Punkte eingehen, müssen wir ganz kurz über das Thema Ablenkung oder abgelenkt sein sprechen. Erstmal, es ist vollkommen normal. Es ist vollkommen normal, gerade wenn euer Hund jung ist, in einem gewissen Alter, dass sie schnell abgelenkt sind. Bei manchen ist das stärker der Fall und bei manchen Rassen ist es auch so, dass sie sich leichter ablenken lassen. Ich denke da an den typischen Labrador, der halt einfach sowohl Mensch als Hund total geil findet und sowieso überall hinrennen will. Ja? Wenn die Hunde so ein bisschen skeptischer sind, dann sind die auch eher bereit, ein bisschen mehr zu trainieren. Ich habe im Moment zum Beispiel 2 kleinere Hunde im Training, die sind jetzt im jungen Hundekurs, die Polly und der Rocky. Die sind auch relativ schnell abgelenkt aufgrund des Alters, aber beide aufgrund ihres Charakters und aufgrund der Rasse eigentlich mäßig abgelenkt. Ne? Also die Polly ist ein Jack Russell Terrier, das ist schon ein Hund, der gut arbeiten kann und die hat auch Spaß daran. Und der Rocky ist ein Malteser. Der Rocky ist ein Malteser und ja, der ist auch natürlich mal schnell abgelenkt. Die sind beide jetzt 7 Monate alt. Also macht euch mal keine Sorgen. Das ist normal, dass euer Hund mal abgelenkt ist. Und es gibt Zeiten, da ja, würdet ihr am liebsten an die Wand tackern und einfach mal 2 Wochen hängen lassen, damit sich das Ganze beruhigt. Das ist völlig, völlig normal. Also nicht den Hund an die Wand zu tackern, aber dass ihr sie manchmal am liebsten verschenken würdet. Ja. Macht euch da mal keine Sorgen. Ich gebe euch jetzt 3 Punkte mit auf dem Weg von möglichen, 100, die es sein können. Aber das sind 3 Punkte, die sehr häufig vorkommen und die man vor allem relativ gut in den Griff kriegen kann. Punkt 1. Die ursprüngliche Frage war also, mein Hund ist so schnell und so stark abgelenkt, was kann ich dagegen tun? Und genau darauf wollen wir jetzt mit diesen 3 Punkten eingehen, indem wir gucken, warum ist der Hund abgelenkt? Warum könnte euer Hund abgelenkt sein? Das ist ja nicht unbedingt der Fall, dass es genau das ist. Aber warum könnte er abgelenkt sein? Und was könnt ihr genau dann dagegen tun, wenn das euer Thema ist? Ja. Vielleicht habt ihr aber auch so eine Mischform, aber die Punkte, die jetzt hier kommen, könnt ihr auf jeden Fall auch anwenden. Auf dem 3. Platz, warum euer Hund abgelenkt ist oder abgelenkt sein könnte, ist der Grund, weil ihr nicht interessant genug seid. Das klingt total blöd und irgendwie auch wieder viel zu einfach, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen ich gerade mit jungen Hunden treffe, die
einfach nicht gut vorbereitet sind oder sich einfach auch nicht genug Mühe geben, für ihren Hund interessant zu sein. Wenn ihr sicherstellen wollt, dass euer Hund euch toll findet und dass euer Hund auch mal andere Reize für euch liegen lässt, dann müsst ihr entsprechend vorbereitet kommen. Ihr müsst sehr gute Leckerchen haben. Ja, da hilft halt einfach kein trockenes, gekauftes, knochenförmiges oder herzförmiges Zeug. Damit kannst du von mir aus die Wand verspachteln. Das ist aber kein gutes, das ist nicht gut. Also, wenn ihr merkt, euer Hund ist einfach schnell abgelenkt und würde auch für ein Leckerchen nicht gerne mit euch mittrainieren, dann ändert das Leckerchen. Dann kommt mit Käse, dann kommt mit Fleischwurst, dann kommt mit Hähnchenbrust gekochter, kommt mit weichen Sachen, kommt auf gar keinen Fall mit dem Trockenfutter, das es sonst eh gibt. Das muss euch in Fleisch und Blut übergehen, dass ihr da entsprechend gut arbeiten wollt. Ihr würdet niemals einem Kind sagen, hey, bitte räum dein Zimmer auf, es gibt eine doppelte Portion Rosenkohl heute Abend. Da sagt doch kaum ein Kind, das ist cool. Klar gibt es Kinder, die das gut finden, weil sie Rosenkohl mögen, aber es sind eher wenig Kinder. Wenn ich aber sage, hey, räum dein Zimmer auf und dann gibt es gleich eine Pizza oder aber es gibt ein Eis oder Kekse oder Schokolade oder noch besser, wir fahren danach ins Phantasialand, dann sind die Kinder dann doch schon mehr motiviert. Ja, also, seid vorbereitet, habt gute Leckerchen dabei, habt euer Spielzeug dabei, und zwar ein tolles Spielzeug, irgendwas, das euer Hund gut findet, damit ihr, falls er mal keine Leckerchen mag, auch mal mit Spielzeug arbeiten könnt. Und zweitens, ihr müsst dabei euch auch Mühe geben. Also, ich erlebe ganz viele Menschen, die dann so halbherzig versuchen, den Hund zu motivieren, mit ihm mitzumachen. Das klingt total blöd, aber gerade wenn ihr einen Welpen habt oder einen sehr jungen Hund, ich sag mal so alles unter 6-7 Monaten, dann ist es überhaupt nicht tragisch, wenn ihr da auf der Wiese im Park einen totalen Affentanz veranstaltet und euch zum Clown macht und euer Hund euch dann irgendwie interessant findet. Es gibt natürlich auch Hunde, die charakterlich euch dann ein bisschen plemplem finden und noch weniger mit euch zu tun haben wollen, aber es sind die wenigsten. Also an dritter Stelle der Grund, weil ihr nicht interessant genug seid. Ablenkung hat immer was mit Reizen zu tun. Wenn es bei euch einfach cooler ist, wenn eure Reize besser sind, dann habt ihr eine Chance. An zweiter Stelle steht die Begründung, weil euer Hund es gewöhnt ist und er es nicht anders kennt. Ihr braucht euch nicht wundern, dass euer Junghund oder Welpe viel lieber mit anderen Hunden spielt als mit euch. Das trifft die meisten. Ja, es gibt Hunde, die sagen, super, ich und mein Mensch, ich brauche keine anderen Hunde, aber das sind die wenigsten. Wundert euch also nicht, wenn die gerne mit anderen Hunden in Kontakt treten wollen. Natürlich, das ist deren Art, das ist deren Rasse. Die raffen das schon, dass wir keine Hunde sind. Das wissen die ganz genau. Die akzeptieren uns nur und gehen halt eine Verbindung mit uns ein, aber die würden lieber eine Verbindung mit ihresgleichen eingehen. Die allermeisten zumindest. Ja? Und gerade wenn sie jung sind und gerade wenn sie dann lernen, dass sie immer zu jedem Hund hin können, dass sie da einfach immer viel mehr Spaß haben, dass ich als Mensch auch nie irgendwas anderes dagegen tue. Gerade dann gewöhnen die sich dran und dann bekommt das halt einen relativ hohen Wert, mit anderen Hunden in Kontakt zu treten. Vor allem, wenn sie nichts dafür tun müssen. Also, gewöhnt euren Hunden von Anfang an, dass sie nicht zu jedem Hund hin können. Ja? Gewöhnt euren Hunden zusätzlich an, dass, wenn sie zu anderen Hunden hin möchten, als Beispiel, ich nehme jetzt nur Hunde als Beispiel, dass sie vorher eine Kleinigkeit mit euch machen müssen. Und gewöhnt euren Hunden vor allem das dann an und gewöhnt ihn an, dass ihr im Zweifel euch auch mal und gewöhnt euren Hunden an, dass im Zweifel ihr halt auch echt eine bessere Partie seid. Das hatten wir gerade schon. Wenn ihr interessanter seid und wenn ihr mit besseren Leckerchen kommt, mit tollerem Spielzeug und ihr generell einfach für euren Hund ja ein besserer Deal seid, ich sag jetzt nicht ein besserer als die Hunde, aber ein besserer als vielleicht man vorher vermuten konnte, dann habt ihr eine Chance, dass die auch ab und an mal einen Hund für euch ignorieren. Also, das sage ich schon meinen Welpenkursleuten immer in der Hundeschule. Klar, die kommen zum Welpenkurs. Natürlich kommen die zum Welpenkurs, damit die Welpen miteinander spielen können. Unter anderem, das ist bei uns wichtig, das gehört dazu. Das ist unsere Überzeugung, das muss im Welpenkurs sein. Was aber nicht sein muss, ist, wenn wir uns eine Stunde treffen zum Spielen, Trainieren und Lernen, dass die dann vorher schon 10 Minuten miteinander an der Leine spielen. Lasst das halt einfach sein. Gewöhnt eurem Hund an, an der Leine wird nicht gespielt. An der Leine musst du auch nicht mit jedem Kontakt haben. Und wenn du mal einen Kontakt haben möchtest und wir das vielleicht gerade passt, weil auf der Straßenseite gegenüber die Polly ist und wir gehen jetzt zusammen auf die Wiese, ja dann, wenn wir auf die Wiese gehen und bevor ihr miteinander spielen dürft, musst du einmal kurz Sitz machen und dann will ich einmal bis 5 zählen und dann darfst du spielen. Ja, also, zweiter Punkt,
weil sie es gewohnt sind. Lass das nicht immer zu. Lass die nicht immer die Erfahrung sammeln, wenn ich irgendwo hinziehe, dann kriege ich das. Ja? Ob das jetzt Hunde sind oder andere Menschen, ist völlig egal. Ja? Einfach nicht immer Erfolg haben lassen. Ja? Eher sogar ein Drittel der Zeit nur Erfolg haben höchstens und zwei Drittel eben nicht. Das ist nicht tragisch. Die werden euch nicht böse sein. Und wenn ihr das schon in der Hundeschule macht, wenn ihr schon in der Hundeschule sagt, nee, vorm Welpenkurs will ich das nicht oder vorm Junghundekurs, weil wir nachher spielen, sollen die keinen Kontakt haben, dann stellt euch einfach 3 Meter weiter weg und fertig. Ja? Die müssen keinen Sitz machen, die müssen keinen Platz machen, die müssen einfach nur da sein und verstehen, dass sie da nicht rankommen. Über die Zeit wird das besser. Und jetzt der Hauptpunkt oder der Punkt, den ich am meisten in dem Zusammenhang antreffe und den ich am schnellsten in dem Zusammenhang tatsächlich den Menschen erklären und abstellen kann. Euer Hund ist so schnell abgelenkt, weil ihr das zulasst. Das klingt total doof, aber wenn ich meinen Hund an der Leine habe und ich habe gute Leckerchen, ich bin vorbereitet, ich habe also den dritten Punkt beherzigt und wenn ich generell auch nicht ihn zu jedem Hund hinlasse und ihn nicht immer Erfolg haben lasse. Ich habe also den zweiten Punkt beherzigt. Und dann stehe ich da an der Leine und er lässt sich von was ablenken. Dann gibt es keinen Grund, dass er Erfolg hat, diese Ablenkung zu erreichen, ohne dass ich was dagegen tun kann. Ihr habt doch eine Leine dran. Also wenn ihr nicht gerade 40 Kilo wiegt und euer Hund 70, dann gibt es keinen Grund, dass der euch nicht angucken muss. Versteht ihr das, was ich meine? Wenn euer Hund abgelenkt ist. Wir reden jetzt ja wieder von sehr jungen Hunden. Also wir trennen mal Welpen, alles so unter 4 Monaten, sage ich jetzt mal, vielleicht 5, ne? Aber so um den Bereich und alles, was da drüber hinaus ist, von so 4, 5 Monaten bis zu einem Jahr, ist jetzt erstmal wurscht. Das müssen wir jetzt so ein bisschen trennen. Wenn ihr beispielsweise da steht, euer Hund an der Leine, ihr wollt jetzt irgendetwas von ihm, ein Sitz, ein Platz, ein Tralala, habt gute Leckerchen und jetzt sprecht ihr auf ihn ein und der reagiert nicht und der guckt nach vorne und dann passiert immer das Gleiche, dass die Menschen dann anfangen, häufiger mit dem Hund zu reden oder mehr mit dem Hund zu reden, ohne dass sich was ändert. Das heißt, Hasso, 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 Sitz, Hasso. Oder aber, dass die Menschen vor den Hund laufen. Ja? Also der Hund guckt vor denen weg und die laufen dann vor den Hund, um dann hier mit ihm zu quatschen. Und das ist nicht Ziel der Sache. Gewöhnt eurem Hund gleich an, wenn ihr mit ihm redet, dass er kurz Kontakt mit euch aufnimmt. Der muss euch ja nicht anhimmeln. Der muss nicht vor euch sitzen und sagen, oh, das ist so schön, dass du da bist. Manche Hunde machen das, das muss er nicht. Aber der muss zumindest mal Kontakt mit euch aufnehmen. Ob dann mal das Ohr nach hinten geht, ob der mal nach hinten guckt, das ist vollkommen egal. Also, euer Hund ist an der Leine, ist wegen irgendwas abgelenkt. Dann macht ihr Folgendes. Ist es ein Welpe, dann gewöhnt ihr ihm gleich an, immer wenn ihr seinen Namen sagt, habt ihr da richtig geile Leckerchen. Das heißt, Hasso! Tupsi, tupsi, tupsi auf den Poppes, bis der sich mal umdreht. Wirklich mal antippen. Als würde der an der Kasse jemand auf die Schulter tippen und sagen, hallo, darf ich mal mit Ihnen reden? Konzentrieren Sie sich mal auf mich. Weil sobald er sich umdreht, gibt es erstmal 3, 4, 5 Leckerchen. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aufmerksamkeit. Viele Menschen belohnen Aufmerksamkeit nicht. Egal ob Welpe oder Junghund. Und das müsst ihr machen. Ihr könnt nicht sagen, Mensch, mein Hund ist so schnell abgelenkt. Und immer wenn ich dann mit ihm rede und immer wenn ich was von ihm will, muss er erstmal Sitz machen, damit er überhaupt etwas kriegt. Ja, das ist doch aber blöd. Dann kriegt er doch das Leckerchen für das Sitz und nicht für die Aufmerksamkeit. Ich will doch, dass der lernt, hey, aufmerksam sein ist eine positive Geschichte. Das lohnt sich für mich. Ich kriege ab und zu was und das macht Spaß vielleicht sogar. Ja? Weil wir vielleicht spielen, weil es Leckerchen gibt, was auch immer. Das heißt, ihr sagt, Hasso, beim Welpen tippi 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 auf den Poppes getupft, dass der das mal mitkriegt und dann gibt es erstmal 2, 3 Kekse einfach nur so. Und sobald ihr vernünftige Kekse dabei habt und einen durchschnittlichen Welpen habt, in 9 von 10 Fällen sind die erstmal bei euch. Und der 10. ist dann so, der nimmt das Leckerchen, dreht sich um und ist gleich wieder woanders. Das ist dann schwierig, da müsst ihr mehr Leckerchen in der Hand haben. Das sind so Fälle, schwierig. Ja? Aber in den allermeisten Fällen sind die erstmal im Kopf bei euch. Ja? Weil so ein Welpe hat eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Eintagsfliege. Der läuft los und sagt, oh, das ist so schön, dass du da bist. Oh, das ist ein Blatt. Oh, ein Stöckchen. Oh, wer bist du? Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, du bist ja immer noch da. Ja, also die sind halt einfach super schnell abgelenkt. Und wenn ihr da mit guten Sachen kommt und die Konzentration erstmal bei euch habt und die antippst und sagt, hallo, Hasso, und dann gibt's 1, 2 Kekse. Und dann verlangt ihr erst was von denen. Dann hören die euch auch zu und dann sind die meisten Welpen sehr bereitwillig dabei, das zu machen. Bei Junghunden sieht es jetzt wieder ein bisschen anders aus, gerade wenn die so in die Pubertät kommen. Klar versucht ihr auch das jetzt erstmal, was ich bei den Welpen gesagt habe, bei den Junghunden, schaut, ob das funktioniert, aber bei manchen Junghunden funktioniert das einfach nicht. Das liegt dann daran, weil die in der Pubertät einfach mal hier links rein, rechts raus, dann haben die andere Sachen zu tun. Dann sind Mädchen auf einmal viel wichtiger und ich muss ja den anderen gegenüber auch cool dastehen und das ist wie bei Kindern auch. Ja. Bei den Junghunden macht ihr das wie folgt. Wenn ihr die ansprecht und wenn die jetzt auf Leckerchen nicht
nicht bereit sind, mit euch zu interagieren, wenn ihr es einfach nur für Aufmerksamkeit Leckerchen gibt, dann gewöhnt ihr denen an, dass wenn ihr den ansprecht, ihr die an der Leine so begrenzt, dass sie eben nicht zu ihrer Ablenkung kommen. Das heißt, wenn der zu einem anderen Hund will, klar, drehe ich den einfach zu mir. Wenn der auf dem Boden schnüffeln will, dann halte ich die Leine so kurz, in Anführungsstrichen, dass der mit der Nase nicht auf den Boden kommt. Ja? Und die Mischung aus dem und der Tatsache, dass es dann Leckerchen gibt für Konzentration mit mir, diese Mischung aus den beiden Sachen sorgt dann dafür, dass die sehr wohl irgendwann bereit sind, mit mir mitzuarbeiten und sich auf mich zu konzentrieren. Die müssen einfach nur die Erfahrung sammeln, hey, Aufmerksamkeit lohnt sich, das ist Punkt 1. Und zweitens, nicht aufmerksam zu sein, lohnt sich nicht, denn ich komme nicht an mein Ziel. Und die lässt es nicht zu, da oben an der Leine. Ja, die lässt das im Zweifel nicht zu. Also der wichtigste Punkt ist ganz häufig, lasst das nicht zu. Gewöhnt eurem Hund an, dass er eben nicht an Dinge rankommt, wenn ihr mit ihm redet. Das greift jetzt so ein ganz klein wenig in den zweiten Punkt rein, den wir gerade hatten. Nur bei dem zweiten Punkt ist es eine generelle Einstellungssache. Bei dem ersten Punkt ist es tatsächlich das an der Leine tatsächliche Verhindern des Erreichens der Ziele. Das heißt, du kommst da nicht hin. Du kannst nicht auf den Boden schnüffeln und die ganze Zeit da nach Hasenköttelchen suchen. Wenn ich mit dir rede, dann werde ich das verhindern. Und dann über die Zeit und über die Erfahrung, die der Hund sammelt, je nachdem, wie lang das Ganze läuft und je nachdem, wie hartnäckig euer Hund auch ist, irgendwann sind die bereiter, mehr mit euch zu interagieren. Das heißt aber nicht, dass sie euch dann jeden Wunsch von Augen ablesen. Das machen meine Hunde auch nicht. Macht euch mal keine Illusion. Wenn ich sage, hey Milan, komm, und der sagt gerade, ich will hier noch zu Ende schnüffeln, dann sage ich vielleicht nochmal, hey Milan, komm, dann schnüffelt er immer noch zu Ende. Komm, ist kein Kommando bei uns. Ja? Aber wenn ich dann sage, Milan, dann merkt er schon, oh, oh, jetzt muss ich. Ja? Das heißt, der merkt schon, wann mir etwas wichtig ist und wann ich etwas zulasse und wann ich etwas dulde und wann eben nicht. Und genau das ist das, was im ersten Punkt wichtig ist. Lasst manche Sachen noch nicht zu und dann setzt euch da auch durch. Durchsetzen heißt ja nicht zwangsläufig, dass ihr grob oder böse oder laut sein müsst. Ganz im Gegenteil, ihr verhindert einfach nur, dass euer Hund Erfolg hat. Dann wird irgendwann ein Schuh draus. Ja. Es ist ein schwieriges und ein schwammiges Thema, aber versucht mal diese drei Punkte für euch selbst abzuhacken. Habt gute Leckerchen dabei, habt ein Spielzeug dabei, das euer Hund gerne hat, damit ihr auch unterschiedliche Möglichkeiten habt. Habt unterschiedliche Leckerchen dabei. Ja. Wenn ihr sonst immer mit Käse unterwegs seid, dann habt halt Käse und noch irgendwelche fleischigen Leckerchen dabei. Weil wenn euer Hund gerade heute keinen Bock auf Käse hat, habt ihr wenigstens noch eine zweite Wahl. Seid interessant für euren Hund. Ja. Also nicht nur Hasso, 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 sondern Hasso, hey, wii, bup, bup, bup. Was auch immer, ja, so dass er mal guckt, gewöhnt ihm an, dass Aufmerksamkeit positiv ist. Es gibt für Aufmerksamkeit schon was. Ja? Lass sie nicht zu jedem Hund hin, lass sie nicht zu jeder Ablenkung hin. Ja? Generell und setzt euch durch und macht euch interessant. Das war's für mich heute. Da sind schon die ersten Kursteilnehmer. Ich bin raus. Tschüss.